Es wird mal wieder Zeit für einen Wohnwagen und zwar um den Hobby Excellent 540 WFU soll es heute gehen. Mein Name ist Dominik vom Virtual Campsite und der Wohnwagen hat eine Gesamtlänge von 7,27 m sowie eine Aufbaulänge von 6,08 m und die Eingangstür extra breit. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt gleich mal durch und schauen ihn uns von innen an. Wie gesagt, die Aufbautür so breit, traumhaft. Und von innen ist er wunderschön. Hier vorne am Bug befindet sich die Rundsitzgruppe. Die lässt sich zu einem weiteren Bett umfunktionieren. An sich ist der Wohnwagen für bis zu 3 Personen oder für eine kleine Familie mit einem französischen Bett, welches ich euch später noch zeigen werde. Auf allen Seiten habt ihr hier Fenster verbaut, sprich ein perfekter Rundumblick. Schauen wir uns mal die Staufächer an. Die sind wirklich riesig. Also muss ich sagen, ich bin ja Wohnmobilfahrer, kann man ja nicht vergleichen. Also so ein Wohnwagen, was der Platz hat, das ist gigantisch. Allerdings hat er nur eine Zuladung von 161 Kilo. Denn die technische zulässige Gesamtmasse beträgt hier bei dem Fahrzeug 1500 Kilo. Natürlich kann man den auch nochmal auflasten auf 2 Tonnen, dann hätte man eine Zuladung von 621 Kilo. Ich persönlich finde ja so ein Platzangebot hier in so einem Wohnwagen echt. Also da bin ich schon immer am Überlegen, so ein Wohnwagen, wäre das vielleicht auch was für mich? Nee, leider nicht. Aber vom Platz her absolut gigantisch. Zudem kann ich euch sagen, die Innenstehhöhe, die beträgt 1,95 Meter. Also darauf sollte man auf jeden Fall achten. Die Gesamthöhe hingegen, die liegt bei 2,63 Meter. Die Aufbautür, die finde ich wirklich schön. Also die ist wirklich gelungen hier vom Hobby. Und dann schauen wir uns auch mal die Küche an. Direkt drüber natürlich auch wieder hier riesen Staufächer. Ich bin wirklich geflasht. Ich bin sonst immer in meinem Wohnmobil drin oder in anderen Wohnmobilen und schaue mir das jetzt so an. Platzangebot ist schon beachtlich, ist wirklich beachtlich. Die Verarbeitung ist auf jeden Fall toll, so wie man Hobby kennt. Auch hier, das finde ich, ist schon echt ein tolles Gimmick. Also es gefällt mir. Ich mag sowas ja, wenn du ein bisschen rumspielen kannst. Denn 3 Flammen, Gasherd ist mit dabei. Waschbecken direkt daneben. Ich mag halt, wenn alles in einem ist. Ja, gefällt mir besser. Aber hier, schau her, da fehlt was. Und zwar die Drehknaufe, die fehlen. Aber 230 Volt Steckdose, zweimal zusätzlich USB-Anschluss. Machen wir noch den Besteckkasten auf. Ja, großzügig, großzügig. Direkt daneben oder drüber ist dann der Gasblock. Natürlich mit einer Zuziehhilfe. Ja, schön. Also wirklich, man hat halt Platz in so einem Wohnwagen. Das kann man, ja, das ist gigantisch. Okay, da hatte ich mir gedacht, die wäre ein bisschen tiefer noch, aber ist nicht. Aber schon toll. Direkt gegenüber befindet sich dann der riesengroße Absorberkühlschrank von Dometic. Okay, das Gefrierfach, das könnte tatsächlich ein bisschen größer sein. 12 Liter schätze ich jetzt mal. Insgesamt sind es 133 Liter. Jetzt schauen wir mal, ob wir ein bisschen ranzoomen können. Ja, 133 Liter sind es insgesamt, absolut ausreichend, also mehr braucht man ja nicht. Direkt darunter befindet sich auch nochmal ein riesen Staufach. Also ihr könnt hier Schuhe mitnehmen ohne Ende, also Schuhe, das geht, Schuhe könnt ihr ohne Ende mitnehmen. Und der Schlafbereich, auch großzügig, kann man sogar abtrennen zum Wohnbereich. Ja, das ist hier so eine, ja, ich würde fast schon sagen, Falschverdunkelung. Es ist auf jeden Fall abgetrennt, aber hören tust du trotzdem alles. Dann ist hier die Halterung für den Fernseher. Auch hier nochmal riesengroße Staufächer. Also, was der Wohnwagen an Staufächer hat, das ist wirklich beeindruckend. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr kostenlos den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen.
Aber wir machen weiter hier und die Staufächer, die hören ja nicht auf. Also es ist ja Platz ohne Ende. Im Übrigen, das Bett, das ist ja ein französisches Bett, hat die Maße in der Länge von 1,98 Meter sowie in der Breite von 1,33 Meter. Hier ist dann der Lichtschalter mit dran. Ja. Und eine 230 Volt Steckdose ist natürlich super. Gerade kannst du in der Nacht dein Handy dann aufladen. Das Bett, ja, für ein oder zwei Personen absolut ausreichend. Und auf der anderen Seite, ja, natürlich gibt es da auch wieder Staufächer. Und zwar wirklich extrem große, extrem tiefe. Also hier kriegst du ja wirklich alles mit unter, da kannst du den kompletten Hausstand mitnehmen. Das Problem ist halt einfach nur die Zuladung. Darauf müsstet ihr achten oder halt das ganze Fahrzeug auflasten. Ich werde euch jetzt mal die wichtigsten Details auf jeden Fall mit einblenden. Wenn es zu schnell geht, einfach kurz auf Pause drücken. Genau, das komplett voll ausgestattete Fahrzeug kostet 33.706 Euro. Ja, Schnäppchen hin oder her. Müsst ihr es für euch beurteilen. Wir schauen uns jetzt mal das Badezimmer an. Auch hier, was auffällt, ist die Tedford Kassettentoilette. Auch mit einem zusätzlichen Fenster. Und eine riesengroße Dusche. Kennt man so von Wohnmobilen halt eher selten. Ich persönlich mag es. Also ich finde es schön, dass man sich hier einfach bewegen kann. Dass man hier Platz hat. Die Armatur. Auch hier. Eine richtig schöne tiefe Wanne. Also ich kann entspannt drin stehen. Also wie gesagt, 1,95 Meter ist die Innenhöhe hier von dem Fahrzeug, von dem Wohnwagen. Ich denke, das passt. Also für die meisten unter euch, wenn sie nicht gerade 2,10 Meter seid, absolut ausreichend das Ganze. Auch hier nochmal eine 230 Volt Steckdose für einen Föhn, für einen Rasierapparat. Whatever, was ihr alles laden möchtet. Und mega viele Fächer. Auch hier, du kriegst wirklich alles unter. Es ist gigantisch. Jetzt warten, bis es zu ist. Ja, weil sonst wird es ein bisschen eng. Wirklich, also wirklich viel, viel Platz. Also für Kosmetika, Duschgel, egal was ihr dabei habt. Traumhaft. Wir sind leider auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Das war der Hobby Exzellent 540 BFU. Ich sage danke fürs Zuschauen. Um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen, abonniert kostenlos den Kanal. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Video. Macht es gut. Ciao, euer Dominik.